Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria. Ich bin ein bisschen gereist und sitze bei meinen Eltern auf dem Balkon am Abend und bin gerade ganz berührt von Gesprächen, die ich mit meiner Mutter und meiner Schwester hatte, über ebenso unsere begrenzenden Glaubenssätze. Die Dinge, die so in unserem Kopf rumspuken. Und ich fand es nochmal so ganz besonders gerade so im Nachsinnieren darüber, dass es schön ist, dass ich auch mit meiner Mutter darüber reden kann, weil natürlich auch manche dieser Glaubenssätze, die ich kenne von mir, ich auch von ihr habe und sie sagen kann, wo sie die von ihrer Mutter hat und ich, dass ich überhaupt nicht böse bin dafür, sondern dass ich das einfach wahrnehmen kann und dass wir darüber reden können, was da so auftaucht und dass wir das alle kennen und dass es mehr so drum geht, um das zu beobachten und wahrzunehmen und gar nicht um eine Schuldzuweisung zu gehen, sondern mehr einfach Bewusstsein reinzubringen. Ah, was passiert da in meinem Kopf? Wo sind die Begrenzungen? Wo erlaube ich, mich begrenzen zu lassen, wo schiebe ich auf das auf andere? Und es war auch nochmal so toll, dass ich habe so vorhin gesagt, weißt du, das Tolle an dem Alleinsein in den letzten Jahren, seit ich mich von meinem Mann getrennt habe, und dass auch meine Tochter nicht mehr bei mir wohnt, die ist auch schon groß und 20 Jahre alt, ist, dass ich niemanden mehr habe, auf den ich es schieben kann. Wenn die Situation auf eine Art sich dann so geklärt hat, dass du einfach, hallo, guten Abend, dass du so allein mit dir bist, dass du weißt, alles, was in deinem Leben passiert, passiert wegen dir. Du bist die Ursache dafür und deine inneren Gedanken und deine Prozesse. Und dass das einfach total wertvoll ist, da wirklich hinzuschauen, was passiert in deinem eigenen Kopf. Gute Nacht, Mama. Die winkt mir gerade. Dass du einfach die Ursache davon bist, ja. Und du kannst es nicht mehr auf deinen Partner schieben, du kannst es nicht auf deinen Chef schieben, es gibt keinen Chef, ich bin mein eigener Chef, du kannst es nicht auf deine Kinder schieben. Du bist einfach die Ursache dafür. Ich meine, es ist immer so, aber wenn diese anderen um dich herum so wegfallen, dann ist es so offensichtlich, ja, dann ist es einfach nochmal viel klarer, es gibt keinen Schuldigen im Außen. Und ja, du kannst dann sagen, das habe ich so gelernt und gleichzeitig bin ich einfach bewusst genug zu wissen, ich kann das jederzeit neu entscheiden und dann auch wieder sich auf die Schliche zu kommen, wo erzähle ich mir was wie, ah, das ist so schwer, ah ja, ist so schwer, das zu verändern, ah ja, Nein, du hast jeden Moment die Möglichkeit, wo du es wahrnimmst, dich zu entscheiden, was will ich denken, wie will ich weitermachen, was könnte der nächst bessere Gedanke sein, ist das wirklich ein Gedanke, der mir dienlich ist, möchte ich den so weiterdenken oder entscheide ich was anderes. Und ich persönlich bin total ein Fan davon, von diesen Momenten, wo uns was auffällt, zum Beispiel, dass wir in Gedanken hängen, die eben nicht gut sind und statt dich dafür innerlich noch zu geißeln, denken, oh Gott, das habe ich schon wieder falsch gemacht, jetzt hänge ich da schon wieder drin, jetzt habe ich schon wieder negative Gedanken oder so, das habe ich schon wieder nicht richtig gemacht. Nein, klopf dir auf die Schulter, denn diese Momente, die sind so kostbar, weil du kannst nur etwas verändern, wenn es dir auffällt. Du hast es die ganze Zeit vorher schon gemacht, diesen doofen inneren Dialog, wo du dich vielleicht runtermachst und dich mit anderen vergleichst, denkst, was sollen denn die Nachbarn denken und was weiß ich noch was alles, ja. Und du kannst es nur verändern, wenn es dir auffällt. Von daher, wenn du es merkst, klopf dir auf die Schultern. Ja, sag, super, ich habe es gemerkt und jetzt kann ich überlegen, will ich das so weitermachen oder entscheide ich mich was Neues? Und du machst dein Leben in jedem Moment neu. Ärger dich nicht über das, was du hast, weil das hast du in der Vergangenheit kreiert. Aber jetzt kannst du entscheiden, was will ich für die Zukunft kreieren. Du hast die Macht. Ja? Du bist machtvoll, wenn du etwas machst. Und das hat schon auch damit zu tun, was kreierst du dir in deinem Kopf. Weil das ist ein sehr machtvolles Werkzeug. Ja? Da machst du dir dein Leben. Frage, machst du dir das Leben, was du machen willst, was du haben willst? Oder hörst du einfach deinem inneren Dialog zu? Ja? Und da ist ein enorm machtvolles Werkzeug, wenn du da Bewusstsein reinbringst. Da spielt jemand mit dem Licht da drin. Ich wünsche euch viel Vergnügen und Leichtigkeit beim Erforschen eurer eigenen inneren Gedanken und beim Realisieren, okay, ich habe die Macht. Manche hatten mal so ein Running Gag, dass die
früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe, dass die Fernbedienung hieß, die Macht, wer die Macht hat. Und was für einen inneren Film guckst du an, um zu realisieren, ich habe diese Fernbedienung in der Hand, ich habe die Macht, ich entscheide, welcher Film da läuft in meinem Leben und ob ich da einfach ein Opfer bin oder ob ich die bin, die das erschafft, ob ich mir das bewusst kreiere. Und das liegt an dir, ob du diese Macht an dich nimmst und sagst, okay, ich bin hier die Erschafferin. Ich bin die, die mein Leben kreiert und immer wieder mich entscheide, in welche Energie will ich gehen. Viel Vergnügen dabei. Es darf leicht sein, es darf freudvoll sein, es darf Spaß machen. Bis bald.